Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer Zwischenfolge auf der Galgenberg 2.0 vom guten Yogi. Wir spielen den Landwirtschaftssimulator 22 und ich habe heute ein bisschen vor, mal entgegen meiner ursprünglichen Idee, hier die Galgenberg nur im Stream zu spielen, was natürlich auch immer noch weiterhin passieren wird. Jeden Dienstag und Freitag um 20.30 Uhr spielen wir die Galgenberg im Livestream. Aber ich habe mir jetzt mal gedacht, wir machen ja zwischendurch jetzt auch mal eine normale Folge. Denn es gibt jede Menge Aufträge hier auf dieser Map und das sind jede Menge Mähaufträge und das Lustige ist hier tatsächlich jetzt ein Mähauftrag auf dem Sportplatz und dadurch lernen wir ein bisschen auch die Map kennen und wir verdienen uns Geld, denn jetzt im Mai haben wir eigentlich gar nicht mehr allzu viel zu tun und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir hier doch einfach ein bisschen Auftragsarbeit und jetzt bin ich mal gespannt, wie wir hier um die Tore herumkommen. So. Und wir haben hier einen kompletten Fuhrpark. Ich habe also jetzt einmal hier Geräte auch ausgeliehen für diesen Auftrag. Aber wir werden hier auch mit eigenen Geräten arbeiten, damit wir hier zügig vorwärts kommen. So, da steht das Tor und wir fahren hier tatsächlich mit dem großen Warrior über das Fußballfeld und mähen hier den Sportplatz von Kirchen. Okay, so. Wichtig an dieser Stelle, falls euch das Projekt gefällt, lasst mir doch bitte gerne ein Abo hier und ein Kommentar oder ein Däumchen sind auch an dieser Stelle verkehrt. Recht schönen Dank. So, dann würde ich sagen, mal schauen, ob der Helfer hier seine Arbeit macht. In der Zwischenzeit schauen wir mal, weil der Lindner ist jetzt hier auf dem beim Händler und da sind die Gerätschaften, die wir ausgeliehen haben, aber alle werden wir nicht brauchen, denn wir werden ein bisschen mit unseren arbeiten und dann auch etwas flotter vorwärts zu kommen, denn ich habe in Summe 3 Aufträge, mehr geht ja leider nicht auf der PlayStation, 3 Aufträge schon ausgewählt, die uns jetzt wirklich an alle möglichen Ecken hier auf der Map zu den Ecken hier bringt. So, den hier schicken wir jetzt aber erstmal los. Zielposition soll hier hoffentlich irgendwo der Sportplatz sein. Mal schauen, ob er das schafft. Lassen wir uns mal überraschen, das sieht gut aus. So, wir schauen aber jetzt gleich mal in die Karte. Also wir sind jetzt hier bei der 88, wir haben dann noch einen Auftrag hier bei der 73 und dann müssen wir ganz da oben noch hin zur 19, das sind alles Aufträge. Oha, wo fährt auch er lang? Das sind alles Aufträge zum Mähen und Grasballen bzw. Heuballen machen. So, wir nehmen den hier aus dem Pack bzw. aus der Miete. So. Na, den lassen wir erstmal herunter. Und dann werden wir damit erstmal Heu machen. Sehr schön. Und dann geht's los hier auf der Galgenberg. Wunderbar. Und ausklappen. Dann lassen wir den, glaube ich, hier direkt arbeiten, in parallel zu unserem Warrior. Und Vorgewende fahren wir dann anschließend. Und das Ganze, das schauen wir uns so von ihm hier. Nee, jetzt schauen wir uns erstmal, wo eigentlich unser... Okay, das schafft er soweit. Und dann bin ich mal gespannt, was der Kuhn hier denn für Ballengrößen macht. Natürlich wäre geschickt, wenn er große Ballen macht, 180 vielleicht sogar noch größere. Was zeigt er denn an? Ach du Schande, ich glaube, wir können gar keine Ballengrößen machen. Da macht nur eine Größe. Aber auf jeden Fall scheint der Helfer es hier zu schaffen, den Sportplatz zu finden. Der andere Helfer hatte jedenfalls Probleme mit den 2 Geräten. Der ist dann mittendrin stehen geblieben. Wir übernehmen ihn aber trotzdem. Denn mit dem Lindner können wir dann anfangen, die Schwad zu machen. So, also wie ich schon gesagt hatte, wir spielen eigentlich die Galgenberg hier auf dem Kanal immer im Livestream für 2 Stunden. Freitag und Dienstag ab 20.30 Uhr. Und wir spielen die Galgenberg im Food Plus Modus, was eben eine modifizierte Fütterung angeht. Das heißt, wir brauchen für die Hühner zum Beispiel Proteine, das heißt Mais, eben nicht nur Getreide. So, die Presse stellen wir mal hier ab.
Und auch für die anderen Tierchen ist das alles ein kleines bisschen aufwendiger. Aber das macht erst richtig Spaß dann hier, wenn man ein bisschen auch was zu tun bekommt. Okay, dann hängen wir mal den Kollegen hier dran. Und dann schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt. Aber ich glaube, hier macht es dann eventuell Sinn, doch erst mit dem Vorgewende zu arbeiten. Ach, die haben keine Kollision. Okay, das ist natürlich dann praktisch. Das ist natürlich dann sehr, sehr praktisch. So ist natürlich jetzt eine kleine aufwendige Geschichte, weil wir im Prinzip mit 4 Traktoren fahren müssen. Wir müssen einmal mähen und ich habe doch erwechselt. Wir müssen einmal mähen, wir müssen wenden, wir müssen schwadern und wir müssen dann natürlich die Ballen pressen und das Ganze einsammeln. Und beim Einsammeln, da habe ich mir jetzt ein Autolot mitgenommen, weil damit das dann doch ein bisschen zügiger geht. So, ich gehe mal davon aus, dass der Zaun Kollision hat. So, und blick mal. Okay. So, jetzt aber. Gut. Dann machen wir da vorne noch das Vorgewende. Auf dem Sportplatz von Kirchen. So, so, und das Tor hat keine Kollision. Das ist natürlich sehr schön. Oh, der wird nochmal rückwärts fahren, ne? Jep, aber wusste ich es doch. Oh, der lässt sich aber sehr, sehr viel Zeit. Oder kann das sein, dass ich ihn noch blockiere? Okay. Interessant, interessant. Er will nicht. Dann übernehmen wir das Ganze doch selbst. So, weil dann können wir ihn nämlich gleich schon mal zum nächsten Feld schicken. So. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir genügend Material haben. Oder müssen wir da hinten vielleicht doch noch einmal rummähen? Könnte ja nicht schaden. Nicht, dass uns am Schluss dann die Ballen wieder fehlen und wir den Auftrag hier nicht beenden können. Diese Erfahrung haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. So. So, so, der andere kreiselt auch noch. Na, ich denke, das passt. Wir packen ein. Und dann bin ich mal gespannt, wenn wir den jetzt zu Feldnummer, ich weiß es gar nicht mehr, was haben wir für ein Feld? 78, 73. So, hier vorbei. Ob das klappt. So, Dele, dann schauen wir doch mal. Feld Nummer 19 wäre natürlich auch, ja, im Prinzip ist Kopsby gesprungen, aber Feld Nummer 73, ja, dann schauen wir mal, ob wir den da hinbekommen. Wie machen wir denn das am geschicktesten? Zack. Ob der das Feld so findet? Ich bin gespannt. Oh, okay, sehr gut. Dann machen wir hier erstmal einmal das Vorgewende. Mit dem, was ist das? Ein Valtra im schicken Grün, Metallic Grün. So, Udele, da haben wir ja auch noch mal ein bisschen gemäht. Dann darf sich der Sportwart freuen.
dass sein Sportplatz jetzt ordentlich hier bearbeitet wurde. So. Gut, gut, gut. Ne, wir schicken den hier los. Machen wir hier einmal rum. Und dann können wir den hier, glaube ich, mit dem Helfer losschicken. Okay, dann können wir nämlich hier zum Kollegen Lindtrack. Und dann fangen wir nämlich gleich mal an hier. So. Die Schwad zu machen für unsere Presse. In der Zwischenzeit schauen wir mal kurz auf die große Map. Okay, der Kollege ist da hinten unterwegs. Der scheint seinen Weg zu machen. Oha, nee, da müssen wir... Ah, ich glaube, wir müssen wieder unbedingt Vorderradlenkung. Das macht es etwas einfacher. So, hier das ganze Material mit hier aufnehmen. Nichts verschenken. Genau, dann hier schön an der Auslinie entlang, an der Werbebande. Na. So, ich fahre ja immer zuerst das Vorgewende. Andere machen natürlich das Vorgewende am Schluss erst. Ich fahre es immer gleich am Anfang. In der Hoffnung, dass dann der Helfer auch wirklich seinen Weg ordentlich findet. So, dann schleifen wir hier mal ein bisschen am Zaun entlang. Ach, das haben wir hier noch nicht. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Das müsste dann trotzdem Heu werden. So, ansonsten lassen wir jetzt mal hier den Kollegen fahren. Oh je. Nee, damit scheint er noch nicht ganz zufrieden zu sein. So, mit dem Waldtrag können wir dann die Presse bedienen. So, okay. Ach, der ist immer noch auf Allrad. Ich hatte doch auf Vorderrad umgestellt. So, jetzt ist es nämlich ein bisschen einfacher hier zum Lenken. Der Lindtrag hat ja eine Allradlenkung. Das finde ich mal besonders gut auf dem Hof. Da kommt man dann gut durch überall. Aber wenn man mit solchen Geräten fährt, ist es manchmal nicht ganz so von Vorteil. So, ah, okay. Also er ist auf dem Feld, das ist schon mal gut. Dann schauen wir mal, hier, er hier. Einschalten. Dann bringen wir das Gerät erstmal weg. Ich überlege gerade, brauchen wir das vielleicht als Gewicht? Nö, das brauchen wir mit Sicherheit nicht als Gewicht. So. Dann werfen wir das mal hier hin. Da ist es nicht verkehrt, da ist es gut aufgehoben. So, jetzt nochmal schauen. Können wir denn... Ah, doch, sehr gut. Wir können die Ballengröße ändern. 180 Ballen machen. 180 cm Ballen. Das ist natürlich gut. Und auf geht's. Jetzt überlege ich gerade, schalten wir hier noch die automatische... Augenblick. Ballengrößen ändern. Tempomat. Tempo, das brauchen wir nicht. Ballenpressen automatisch ablegen. Das machen wir. Los geht's. So, wenn wir nämlich 180er machen, braucht man natürlich nicht so häufig halten. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt. Sehr, 59, das sollte dann kein Problem sein hier, oder? Das bleibt bei Heu, ja. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, fällt mir gerade auf. Ah, ja, jetzt kommen wir uns hier ein bisschen ins Gehege und mit der automatischen Ablage.
Haben wir jetzt natürlich ein Problem. Yep. Naja, okay, dann müssen wir den Ball hier möglichst zügig aufnehmen, bevor er hier mit der Schwart hinkommt, sonst wird er blockiert. Daran hatte ich jetzt natürlich nicht gedacht, dass wenn wir automatisch ablegen, dann wird natürlich der Ball hier in den Weg gelegt vom Kollegen. Dann stört er nur. So, dann bringen wir den auch erstmal weg, damit er aus dem Weg ist. Okay, dann springen wir nochmal gleich rüber zum Waldrad. Dann soll der den Ball erstmal aufnehmen, sonst haben wir ein Problem mit dem Schwarz. Mit dem Lintrack. So, wir gehen in Augenblick Arbeitsstellung. So, einmal Autoload bitte. Und Dankeschön. Oh, schöne große Ballen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Einmal hier rum um die Kurve, dann wird er den sich schnappen. Wir gehen wieder in Arbeitsstellung bzw. Transportstellung. Huch, ja, ich glaube, wir haben zu schweres Gewicht vorne. Der Kollege ist mit 2,3 Tonnen ausgestattet und da hebt er ihn als manchmal aus. Da müssen wir die Gewichte wechseln. Aber nun gut, das wird schon klappen, das wird schon funktionieren. Jetzt wieder rüber zu unserem Waldra und weiter Ballen pressen. Schmeidig. Ja, Ballen pressen sollte man eben nicht mit dem Vorgewende anfangen. So, wir könnten jetzt natürlich auch den Warrior ja schon ein bisschen losschicken zum Mähen, aber ich habe den Verdacht, dass das nicht klappt. Das Feld ist auch ein bisschen schräg. So, ich glaube, das kennt man auch nicht allzu häufig, dass auf einem Sportplatz Rundballen liegen. So, dann nehmen wir das hier noch auf. Okay, das nimmt er gut auf. Sehr schön, sehr schön. Das passt. So, der Lintrack. Wenn der dann durch ist, dann packen wir da vorne wieder den Wender drauf. Und dann können wir den nämlich auch zum nächsten Feld schicken. Und dann machen wir das so die ganze Zeit durch. Es sind noch andere Felder, also es gibt noch einige Mähaufträge und so werde ich also jetzt die nächste Zeit hier dann auf dieser Map verbringen, damit wir dann für den nächsten Livestream ordentlich Kohle auf dem Konto haben, damit wir auf jeden Fall wieder ein bisschen investieren können, noch ein bisschen was machen können. Und wir müssen auch mal schauen, ob wir nicht gleich schon in den nächsten Monat springen. Da bin ich noch am Überlegen. So, ansonsten, wie gesagt, denkt bitte daran, wenn euch das Ganze gut gefällt hier, dann würde ich mich über ein Abo freuen, natürlich auch über Kommentare. Schreibt mir gerne rein, wie ihr das Ganze findet, denn ich denke, wir werden jetzt mal häufiger zwischendurch auch mal so eine Folge aufnehmen, damit wir auf jeden Fall hier mal auf der Galgenberg ein kleines bisschen vorwärts kommen. So, und mit dem Abladen diesen Balls. Darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit, fürs Zusehen und ich sage wie immer Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Baden-Farmer.